und so weiter. Das ist ein bisschen cool. Mit den Anhänger, mit den Auflieger, Scania drauf. Also das war ist sowieso der Hammer, gell? Es scheint, der Scania scheint eigentlich das Lieblingsfahrzeug zu sein in dem Game. Ja, der ist Weil, auch gut. ja, die meisten Sachen, die meisten Skins und so weiter, sind eigentlich, wenn ich das so schaue, auf der Dingmap, auf Modhoster, dann sind die hauptsächlich für Ding ausgelegt, für den Scania. Obwohl, ich finde Hast Scania du nicht schlecht. den Speed Mod auch drauf, dass Nein. du, okay, ich habe den mal gehabt bei einem privaten Spiel, ich habe ihn gleich wieder ausgeschalten. Nein, nein. Das Neuoptik ist, ist gut. ja, Das ist auch realistisch. genau. Ich habe noch nie einen LKW gesehen, der 120 fährt mit einer großen Last hinten dran. Ich auch nicht. Also, sowas nehme ich gar nicht. Nein, ich hab's bloß mal Auch probiert. da, wo du dann eben halt mehr Startkapital hast oder so, mache ich auch nicht. Ja, aber bei TSM hast's ja. Nein. Also ich habe die TSM-App mir runtergeladen, da hast du 5 Millionen. Ja, aber nicht mehr bei der neuen Version. Ah, okay. Da hast du wieder 2000 Startkapital. Gut, das ist dann cool. Bei der neuen Version ist nichts mehr. Das ist die 4. Sind wir uns doch ehrlich, dann macht es das Ganze doch auch keinen Spaß, wenn man so viel Geld hat. Und Nein, ich macht habe es mal, auch nicht. mal zum Spaß beim privaten, wo ich Es, privat gespielt weißt habe, habe du, ich. für wem das sowas ist, der so Mods vorstellt? Ja, genau. Ne, für so einen Menschen ist was. Weil da kann Ja. er den LKW gleich kaufen, vorstellen, Fertig, ja, genau. aber nicht so normal spielen. Halte ich nichts von. Ja, also ich habe es nochmal gemacht. Das schneller reich und schneller leveln, Ja, das habe ich gleich wieder ausgeschaltet, weil es so scheiße Spielspaß ist. entfallen, Ja, weißt du? du hast dann ganz schnell viel Geld und hast in jeder Stadt dein Fuhrunternehmen und toll. Wo ist dann der Spaß? Also ich Genau, fahr lieber Spielspaß so, geht genau. verloren. Ja. Oh, es regnet. Ja, bei dir, bei mir nicht. Aber das schaut auf alle Fälle cool aus mit dem Mod. Weil da hast du wirklich verschiedene Fahrzeuge, das ist echt genial. Wieso bremsen die hier auf der Autobahn? Weil sie langsam fahren wollen. Ey, die linke Seite ist leer und die rechte ist hier Stau. Gibt's ja gar nicht. Aber ich werde jetzt dann mir einen Kredit aufnehmen und mir einen eigenen LKW kaufen. Weil ich möchte endlich mit meinem eigenen Skin fahren. Mit meinem eigenen Scania Skin. Mache ich nach der Fuhre. Obwohl, ich weiß noch nicht. Auf der einen Seite möchte ich gar keinen Kredit aufnehmen, weißt du, weil den muss ich auch Ah. zurückzahlen. Oh, Gewitter. Und ich denke mal, das Spiel ist ja eh so langwierig. Da ist wurscht, ob du das Geld selber zusammenfasst für den LKW oder ob du auf der Bank einen Kredit aufnimmst. Oh, GLS. Cool. German Logistics Service. Ja, servus. Aber es mit dem Mordrevic, das merkt man, es ist mehr Verkehr auf der Straße. Und eine Ente, ich glaube, ich spinne. Alte Ente, die schleicht vor sich hin, ich glaube, ich spinne. Ist das geil. Oh, da haben sie echt wieder was Ey, Cooles fahr gemacht. gerade mal mit 40 über die Autobahn. Ups. Ach, fahren ohne Licht, jetzt habe ich Strafe zahlen müssen. Hahaha. Apropos Licht, ich hab an. Ey, jetzt fahre ich auf die linke Seite, jetzt ist die rechte Seite leer. Vielmehr umgekehrt. Siehst mal, die machen was wollen mit dir. Aber warum fahre ich so schäpsig? Ich soll doch trinken aufhören und umfahren.
Aber was interessant wäre, wenn sie den Multiplayer-fähig auch machen würden. Ja, das wäre voll interessant, aber da, ich habe mal was gelesen, es soll angeblich schon eine Mod dafür gegeben haben, aber der wurde von TSM verboten oder irgendwie so. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das gelesen und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, weil man weiß ja, es, die Gerüchteküche ist schnell. Auch. Okay? Ja, da musst du ihn aber zurückziehen. Okay, hast du das auch gelesen? Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war. Der Alter! Verdammt nochmal! Ich hab Vorfahrt! Du kleiner Pisser! Entschuldigung. Boah! Fahr, schau, dass du wegkommst. Weißt du, das ist das, die KI, die ist wirklich... Ah! Aber ihr habt's beim letzten Video... Die Polizei lässt mich durch, du. Beim letzten Video hab ich's ja eigentlich auch gesagt, dass ich zwar in dem Augenblick, wo sowas passiert, schimpf, ist ja klar, aber das ist irgendwo, da die KI nicht richtig ausgereift ist, hat es auch wieder was Realistisches. Weil das passiert ja dir im Ohr auf der Straße, oder kann dir passieren, dass irgend so ein Wichser, Entschuldigung, so ein Piep über die Straße zieht. Ja. Und jetzt, wie viel Schaden habe ich? 2% und 10% am LKW. Dieser kleine Piep, 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 Piep. Wie im echten Leben. Ja, da ist schon wieder, da vorne zieht einer raus. Der guckt nicht, die gucken nicht. Wir haben Vorfahrt. Boah. Ich hab hier ein Sauwetter, ey. Ja, du hast ein Sauwetter, ich hab Säue auf der Straße. Wieder fahren ohne Licht, bist du blöd? Ich hab das Licht da an. Ja, 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 ja. Aber hat mich die Polizei Vorfahrt gewährt, du. Das siehst mal. Und bei mir kommt so ein normaler Fahrer, nimmt mir die Vorfahrt. Boah, Alter. Den sollte ich das Geld, was mir jetzt an Flöten geht, um die Ohren schlagen, bis die Fetzen fliegen. Aber bei den Mods sind tolle Busse dabei, ne? Das ist allgemein. Oh, jetzt fährt gerade ein Porsche an mir vorbei, oder? Ja, boah, geil. Ja, ja und die. Busse, stimmt auch, Busse, cool. Wie Stadtbusse schauen sie aus? Oder, oh, da ist gerade ein Ding vorbeigefahren, so also ein Betonmischer. Alter, das ist ja voll cool. Das ist ja voll, da schon wieder. Cool. Oh, ich muss eh hier runter. So ein uralter LKW. Ja, hab ich auch schon gesehen. So eine Pritschewagen. Ja. Boah, warum hab ich jetzt so Frame ein... Hallo? Ihr habt Standbild? Jetzt geht's wieder. Spinne ich oder was? Probleme. Ja, ab und zu. Jetzt geht's wieder. Aber ich fahre momentan mit 15, 16 FPS. Gut, denk mal. Die 15 habe ich auch gerade. Ja, aber normalerweise habe ich 20, 25. Ich denk mal, das liegt an dem Mod, was ich jetzt drin habe. Weil doch mehr Verkehr da ist. Aber es läuft doch flüssig. Ja, es geht. Also man. Also, es ist, ja, es also geht. Es super. Passt schon. Da nicht. Wem sie passt, braucht sie nicht anschauen. Nö, nö, also bei mir läuft alles top flüssig. Apropos nicht anschauen. Ich hab da, ich denke eh, das. Ja, ich kann ihr dann mal was verraten. Okay. Für ein Verrat? Wie du die Standbild umgehen kannst. Wie? Das hat was mit dem Nachladen zu tun. Du musst beim auf dem Desktop eine Verknüpfung machen. Ja. Und dann musst du da eine irgendwas mit stets oder wie das sich das schimpft. Achso, in die Verknüpfung mit reinschreiben. Ja. Ja, muss man nachher mal erklären. Wie viele Arbeitsspeicher hast du? 8. 8 Gigabyte, ja. Da musst du auf was ist los? Auf falsche Seite gefahren. Moment, hier ist er wieder links richtig. Haha. steht oder wie das da sich schön. Statt, ja. Das musst du auf 1000 stellen. Auf 1000, okay. Hast du die nur noch ganz kleine Radklammer drin. Ganz klein nur. Okay, und die FPS-Zahl geht die dann auch hoch? Nein, das hat damit nichts zu tun, aber der braucht da nicht so lange mit dem Nachladen, dass okay. Du Standbilder hast, ne? Ja, okay, ja.
Ja, das habe ich jetzt zum ersten Mal. Ich denke mal, weil halt durch das, dass mehr Verkehr ja, da ist. Bei manchen Mods sollst du das auch machen. Okay, gut. Ne? Da schreiben sie ja öfters in die Beschreibung rein. Und ich habe ja hier keine Standbilder. Nur ganz mal, ab und zu habe ich hier mal ganz kurzes Ruckeln drin. Ja, das machen wir nachher, wenn wir fertig sind. Oh, jetzt muss ich aufpassen, hier ist Blitzer. Dann muss ich eh langsam mal auf die andere Seite rüber. Ich mal mit 90 durch. Nee. Ich lasse mich ungern blitzen. Das kostet mir jetzt eh schon wieder Geld, der eine, der was da mir die Vorfahrt nimmt. Also bis jetzt waren meine Unfälle nicht von mir verschuldet. Da kannst du auch nicht runterbremsen. Das, nee, ich habe ja immer Unfälle gehabt, waren auch immer die anderen schuld. Ja, ja, das ist ja Standard. So, Ostrava. Mein erster Aufenthalt in Ostrava bin ich. Jawoll. So. Aber echt, wenn der Multiplayer fähig wäre, ey, das wäre echt sau gut. Ja. Wenn du so mit 8, 9, 8 oder 12 Jungs da fahren könntest. Kann man sich. Dann müsste einer eben halt, wer eine Firma hat, darf auch dann einen einstellen, weißt du? Ja, so, genau. Oder dass jeder eine Firma gründet. So wie jetzt bei Landschaftssimulator, ne? Ja. Du hast den Server, du verdienst das Geld. Die anderen helfen. So. Cool, wenn dann mal ein anderer immer entgegenkommt. Ja. Das ist ja eh das. Auch wenn du jetzt Leute hast, virtuelle, du siehst sie nie. Nee. Du siehst sie nicht auf der Map. Du kannst denen die gleichen LKW geben, wie du hast. Ja. Mit deiner Lackierung. Du findest den aber nie. Nee. Ne, Gänse. Das ist echt schade. Steht da immer... Fahrer ist auf Strecke, ne? Ja, ja, genau. Und das ist halt schon schade. Straße oder so. Ja. Aber sehen tust du nicht. So. Schauen wir mal, dass wir den hier abladen. Oh, wieder ein schöner Reisebus. Bin ja gespannt, wie viel das er mir jetzt abzieht. Gut, bei 2% zieht er noch nicht viel Geld ab. Nö, das ist nicht viel. Aber trotzdem. Da muss ich schon anstrengen, Satz bauen. Gute Arbeit habe ich. 313. Hab noch 5 Stunden. Oh, Tank ist schon auf Rot. Wo ist eine Tankstelle? So, was habe ich jetzt für Post? Kriege ich, kann ich jetzt mehr Geld? Ah ja, jetzt kann ich mehr Geld nehmen. Ich brauche eine Tankstelle. Was denn? Jetzt hilft mir mal eine Entscheidung. Soll ich meinen eigenen LKW jetzt kaufen und dafür einen Kredit aufnehmen? Nee. Warum nicht? Gib mal einen Grund. Ich nie, ich mache alles ohne Kredit. Weil die erste 100.000 Euro hast du ja schnell zusammen. Ja, aber ich denke halt falsch mit dem eigenen LKW. Ich weiß nicht. Nee, das ist. Ich mache immer so, bis 120 fahre ich mir Geld zusammen. Mhm. Und dann kaufe ich mir erst ein für 95.000 Euro. Nein, ich kaufe mir einen Scania. Ich will ja unbedingt einen Scania haben. Der kostet ja 108.000. Ja, dann fährst du eben so lange. Aha, okay, gut. Wenn du das sagst. Immer so, also ich nehme keine Kredite auf, weil die müssen auch zurückgezahlt werden. Okay. Dann verrechnest du dich einmal und dann stehst du mit mal da, weißt du? Stimmt, ja. Ja, wir, die nächste Tour geht nach was, Bruno? Oder was war das? Bruno Mars oder wie war das? Lass mal gucken. Nach BRNO Braun. Da geht's hin. Ihr blinkt ja noch nicht mal hier. Lasst mich mal raus hier. Oh, guck dir das Video. So, jetzt ist cool. Jetzt kann ich nämlich ohne Navi fahren, weil das Auto hat ein Navi. Das quält noch viel besser. Jetzt habe ich eine kurze Strecke. Von ein bisschen was über 160 Kilometer. Nee, ich bin immer noch an meiner Tour. Ja, du hast auch eine lange genommen. Ja, da gibt es meiste Geld, ne? Ja, ja, schon.
Aber ich habe halt. Gerade ein uralter Porsche hier lang gefahren. Ich fahre ja auch die längsten, aber ich tue meine Fernfahrt noch nicht ausbauen. Ich baue jetzt erstmal.